Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play Show von Champions of Regnum. Ja, es ist ja fast schon ein Let's Play. Ja, ich habe Level 30 erreicht. Es war extrem langweilig jetzt. Ja, es ist viel verbuggt in diesen Levels. Ich habe zum Beispiel hier suche ich den Helu. Der spawnt einfach nicht. Der spawnt einfach nicht. Der ist nie da. Es sollten drei verschiedene Spawnpunkte geben. Nie spawnt er dort. Und ja. Also gibt es ganz viele Quests, die uns irgendwie durch verschiedene Gebiete oder durch Städte. Also völlig total langweilig. Ja. Aber eben das Game lebt von der Reichsschlacht und so, und das möchte ich euch zeigen. Ich bin ja Level 30, jetzt habe ich endlich den Buff. Vigilantgeist. Erhöhtes Klassenattribut, erhöhte Gesundheit, erhöhtes Mana und erhöhte Rüstungsbonus. Und mal schauen, ob ich wenigstens ein oder so Gegner besiegen kann mit Erfahrung und nicht nur mit Königreichspunkte. Ob ich wenigstens einen besiegen können, mir zwei gegeben hat. Naja. So, und manche Spanier haben irgendwie das Gefühl, ich könnte fließend Spanisch reden. Quasseln mich an und ja, da habe ich nichts. Gut, gut. Nein, ich will nicht den. Mann, habe ich nichts bekommen. Ja, mit dem ersten Skill macht man auch keinen Schaden. Nur begrenzen. Ja, irgendwie sind die Syrten zahlenmäßig weit überlegen. Ich war im Menerias Fort. Nein, Algaros Fort war ich. Und wir waren zu zweit. Ich war natürlich, ja, was war ich damals? 27, glaube ich. Und einer, der war wahrscheinlich bald 60 oder 60. Und wir wurden von 10 überrannt. Ja, war sehr fair und ja. Mhm. Gut, okay. Aber das ist im Spiel so. Die Leute können das nicht. Die können nicht einfach Stopp sagen und ja. Nichts machen. Nein, ich schon wieder wegreißen. Ich muss mal ein bisschen Schaden machen. So. Komm. Ich bekomme nichts. Das ist so unfair. Gibt es hier noch einen Gegner? Der greift mich an, ja klar. Ja, ich muss so. Was ist denn los? Danke, dass du mich heißt. Wer auch immer du warst. Urgonissa. Dankeschön. Ja, jetzt kann ich eigentlich euch nur so ein bisschen so zeigen. Diese AOE-Buffs sind immer noch viel zu stark. Ja. Es gibt so Leute auf YouTube, die mega angeben. Oh, ich bin AOE. Oh, haben nichts zu tun. Oh. Ja, jetzt habe ich zwei neue Kollegen noch. Der eine habe ich nicht mehr gewusst, wie der heißt. Und der andere ja, hat gesagt, ja, der Tetris, der möchte dein Freund sein und so. Lol. Ja, ja, die arbeiten wieder zusammen. Dabei müssen wir ja die Isa angreifen. Die Syrten eigentlich auch. Ich schaff nichts. So kann ich nicht angreifen jetzt. Die hauen ab jetzt. Keine Chance. Wieso kann ich eigentlich nichts angreifen?
Na gut. Bisschen verbockt. Nein, nein, ich war wahrscheinlich hasserreich. Der ist geschützt. Mann, hat's nicht einen mit mehr Reichweite. So, jetzt du, komm. Ja, ja. Du gibst Geld für so eine hässliche Rüstung aus, spinnst du? Du auch. Komm, stirb. Ja, gib's mir, Mano. Ich hätte dich noch debuffen, ja. Ja, wieder stehen. Geht's noch. Komm, gib mir Level. Gib mir Erfahrung. Ich werde schauen. Ja, Erfahrung. Wow, mega viel. Wenigstens 2 Königreichspunkte. Dankeschön, meine Kollegen. Greife ich noch den Ritter nach, wenn es mich nichts. So, jetzt komm. Du bist mein Opfer. Ja. Hilf mir an Erfahrung. Ja, töte die, nicht mich. Pfeifen. Schlimme Pfeifen. Gut. Ja. Sind halt auch Egen. Ja, als ich damals Egen war, habe ich manchmal auch ein paar Pfeifen gehabt, aber das ist normal. Nein. Nicht ernst nehmen. Ist ein bisschen ein Scherz. Also. Ja. Nun gut. Ich kehre mal zurück zum, also gehen wir zurück hier. Komm, wir gehen hier zurück. So, Ackerbock. So. Aber die Rüstung ist schon geil, hä? Und der Boden darunter auch. Mann, oh, jetzt. Oh, schön. Schaut das Meer da unten an. Oh. Fett, oder? Ja, jetzt sind so viele hier und ich sehe keine Gegner. Da. So. Ich habe ihn vergiftet. Immerhin. Den hier noch. Durchschlagen, komm. Ja, schön. Gib's. Das macht so richtig, das macht so richtig an, versteht ihr? Ich bin mal wieder ein bisschen besser. Ich freue mich schon darauf, mal ein bisschen kloppen, so richtig Schaden auszuteilen. Ach Mann, oh. Lieber nicht in die Dampfwolke. Die Furzbombe. Jetzt komm. Ah, haut doch nicht ab. Du. Ja, genau. Ja! Stinkbombe ablassen. Sehr schön. Stirb. Stirb doch. Ja, toll. Ist er nicht mal gestorben? Sterbe ich dann. Hallo, ich bin nicht vergiftet. Nein. Schön. Wieso bekommen die Hilfe über? Wollen die unbedingt den Wunsch haben? Frechheit. Wieso machen die das? Also die Icken verstehe ich, aber wieso helfen die Syrten den Icken? Komm, Stinkbombe los. Irgendwie arbeiten wir nicht zusammen, eher gegeneinander. Hallo, wir sind alle Eisen hier. Wir müssen alle auf einen. Wie viel Schützen haben die? Jetzt hier, komm. Komm, Schätzchen. Ja, stunt mal den. Sollte eigentlich nächstes Mal Stunts mitnehmen, aber dann habe ich wieder schlechtere Karten beim Leveln. Tja. Gut. Also.
aber im Reichsschlachten so zu zeigen, ist halt vor allem für mich ein bisschen langweilig. Ich will nochmal in den Baum schon rein. Das will ich jetzt mal. Na gut. Schaut, wie viel Reichweite die haben. Ich habe so eine Kackreichweite. Ich mache bald wieder die Config-Höhe, damit ich bessere Reichweite, Sichtweite habe und so. Scheinbar werde ich dann wieder gebannt oder so. Nein, ich mach's nicht, keine Sorge. In jedem Spiel darf man die Config höher machen, aber in Regnum nicht, weil es die Entwickler nicht so wollten oder so. Schlimm, oder? Ist eine Frechheit. Oder man könnte Vorteile bekommen, ja. Wenn die bessere PCs kaufen würden, die besser aushalten könnten, könnten sie es auch machen. Aber es sind wahrscheinlich alle Leute mit PCs von 2005 oder älter. Das wird ja nie was. Vielleicht mal ein bisschen rückziehen und neue Ding. Vielleicht verteidigen anstelle immer angreifen. Hä? Leute. Also ich bin einfach der am weitest hintenste und attackiere so. Ich bin ja ein Schütze. Ich muss ja nicht den Schaden machen, oder? Ich bin noch zu schwach. Gebt mir doch mal ein bisschen Erfahrung. Schaut mal, ich habe so wenig Erfahrung bekommen. Das ist ja nicht mal ein Strich. Hi. Ah, da, schön. Schlangenbiss. Attackiere den Feind und stört ihn. Ja. Der bleibt einfach tot. Okay, dann greife ich ihn an. Oh, haut er. Oh. Er ist ein Paladin und haut ab. Oh. Bisschen böse sein. So, aber das ist jetzt genug. Jetzt kann ich wirklich gar nichts mehr Anständiges machen. Jetzt werde ich mich umbringen, aber beim normalen Gegner natürlich. Ich bekomme halt ein bisschen Debuff über, aber. Dann bekomme ich wieder ein paar Erfahrungen über. Nicht da, wo jetzt hier einer ist. Du da. Dann warten wir noch ein bisschen. Ich habe angegriffen. Da, der Geist. Hallo, was ist denn los? Immer dieses Warten nach dem Reittier, das nervt. Komm, wir schaffen diesen Geist. Der ist doch easy. Der ist sowas von easy. Mann, du bist schwach, Geist. Das nächste Mal greife ich nicht mehr schwach, Geist an. Heute noch? Jo, heute noch. Gut. Ich bin schon zu zäh. Okay. Ja, Geist der Ewigkeit, der braucht Ewigkeiten, um mich zu töten. Stimmt. Gut. Lol. Ich hab verloren gegen ein Level 60. Schlimm. So, abgeben, hopp. Wie habe ich jetzt die Buff? 4%. Beim letzten Mal habe ich 5% bekommen, nach dem ersten Mal sterben. Stellt euch das mal vor, wie brutal das ist für mich. Gott, oh Gott. Gut, dann können wir hier wieder den Alisus-Chat nehmen. Wieso haben die den entfernt? Oh, ist wieder Böses passiert. Gott, oh Gott, ist das schlimm. So, wohin müssen wir den Brief liefern? An Softkill-Brief. Was sind das, die zwei?
Was ist das? Ork-Krieger. Da gibt's keine Ork-Krieger. Das ist ein Fehler. Also, dann gehen wir nach Munzognir. Hä? Den gebe ich dann mal später ab. Der ist nicht so interessant. Briefe abgeben. Oh, Reichsquest. Wir müssen Briefe abgeben. Das ist genauso wie bei Mount Blade Warband, das ich momentan auch Let's Playe. Ich muss Briefe abgeben. Als Krieger, als Ritter, als als Schütze, als Mage, als höchster Hexenmeister muss ich Briefe abgeben. Das ist wunderbar. Die Quests sind sowas von innovativ. Ja, ja. Na gut. Und ich nehme irgendwie ein bisschen zu viel Regnum auf. Ich merke gerade, ich sollte mal wieder ein bisschen Mount Blade Warband aufnehmen, auch wenn die Parts nicht so beliebt sind. Es ist ja auch ein altes Spiel und oh, es ist so ein schlechtes Spiel, dabei ist es so ein fett geiles Spiel. Mano, die haben einfach keinen Bock, irgendwie das einzusehen. Die sagen, ja, Mount Blade Warband ist ein Scheiß, ein Rotz. Einfach krass geil, das Spiel. So viel Innovation. So, also. Da ist er schon mal nicht, dieser Hello. Hm. Na gut. Hallo. Gehen wir mal zur Markierung. Sollte dort eigentlich sein, und wir müssen noch Krieger töten. Ja. Müssen schauen, Krieger. Zuerst ab kurz schauen, ob er hier ist. Da hat es überall Krieger, das ist sehr gut, aber kein Hello. Hm. Na gut. Stinkwolke! Es sieht so hässlich aus, wenn das fliegt. So, wahrscheinlich ein Wirbelwind sein, aber er ist einfach zu grün und zu detailarm. So, 14 Herz von Krieger. Wieso 14 schon? Es wird irgendwie langweilig. Mann, das regt auf. So. Ja, ja. Das Spiel zeigt wieder, dass es halt einfach ein bisschen schlecht ist. Dabei ist es schon gut. Sollte eigentlich gut sein. Kann man nicht die Entwickler irgendwie erreichen? Spammt alle Foren voll. Bitte macht dieses Spiel besser. Vor allem der Weg bis Level 60 besser machen. Ohne Bugs, Quests und solche Sachen. Ja, schon Quests, aber bessere Quests. Ja. Na gut. Oh, da haben wir ein Fleckchen Schnee. Merkwürdig. Hm. Komm, wir untersuchen das mal. Oh, ein Schatz. Hm. 1337 Gold. Nein, mehr. Aber ich hatte vor der Aufnahme so einen Goldschatz hier gefunden. Oh, Magneten. 5 Stück. Aber Dali. Nein. Okay. Scheint nicht zufrieden zu sein. Ja gut. Auf Level 31 bekomme ich dann einen besseren Bogen. Ich habe ja sonst nur Kurzbögen gefunden. Die will ich nicht verwenden, weil die Skills so schlecht sind. Bis auf die zwei letzten, glaube ich. Das ist nur ein guter Buff, bisschen Angriffsgeschwindigkeit. Wow, die hilft.
Von ja, habe ich gesagt, wenn ich genug Geld habe, kaufe ich mir dieses Spiel und dann entwickle ich es mir. Kaufe ich ein Entwicklerstudio oder was dieses schon entwickeln, aber auf meine Anleitung, dann wird es das beste Spiel der Welt. Oh. Leider bin ich immer noch nicht viel weiter. Ich bekomme einfach kein Geld über. Wieso denn nicht? Das ist eine Frechheit, oder? So. Ja, gut. Ach komm. Jetzt greifen wir schon an. Ich wollte eigentlich kurz ausruhen, dass ich dann komplett machen kann. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Hallo? Ich drücke und er sitzt einfach nicht hin. Da ist er. Er ist auch Mittel, aber macht viel mehr Schaden. Das ist sehr gut. War alles sehr teuer, aber... Ja, na gut. Ja, hab's alles gekauft. Hä? Verschlagene Lederhandschuhe. Ich hab viel bessere. Ja. Wow, jetzt habe ich minus 1 nur noch. Super. Ach komm. Die Reichweite stinkt. So, und noch ein. Op. Oh, du armer kleiner Ork. Der Giftpfeil ist irgendwie nicht so beliebt im Krieg, den Reichsschlachten, aber ich werde ihn irgendwie verwenden als Zeichen von Teemo aus League of Legends. Irgendwie sieht er schon aus wie ein Teemo, oder? Ab T Ding. Nein, Teemo war zuerst, oder? Weiß nicht, wie lange diese Lamia schon gibt. Hm. So. Hm. Lamai heißen sie, genau. So. Lamia ist von Final Fantasy irgendwie ein Gegner. Du weißt auch nicht, was Lamia ist. Hm. Ja, wenn ich dann mehr Abonnenten habe und mehr Aufrufe, dann mache ich wieder Final Fantasy 14. Aber, ja. Es fehlt mir halt ein bisschen an Motivation. Wenn niemand schaut. Und fast niemand. Oder gedisliked wird. Ja. Muss jemand immer disliken, obwohl er nur eine Sekunde geschaut hat. Ja, das sind so Haters. Aber das kann man ja so ein bisschen, ja. Ignorieren, oder? Wir gucken weiter, wo dieser Hello ist. Ich denke, er ist nirgends. Er ist einfach mal nirgends. Er wurde einfach irgendwo unter der Erde gespawnt oder... Keine Ahnung. An die Leute, die auch spielen hier auf Allsenseite auf Ra. Wenn ihr ihn findet, kommt schnell... ja. Schaut kurz in die Freundesliste, ob ich da bin oder ihr schon mich angenommen habt, und wenn ihr ihn seht, bitte ruft mich. Danke. Und helft mir gleich noch, wenn es geht. Danke schön. Aber es ist nervig, dass es gar nichts momentan ist. Hm. Vielleicht farmt ihn auch jemand immer wieder. Ah komm, das kann nicht sein. Da ist nämlich schon wieder die Ding weg. Das Gebiet. Hm. Lockmarder Anführer.
So, jetzt gehen wir nochmals zurück. Ja, haben noch kurz Zeit nach Gokstedt. Gut. Hellu ohne Helluland. Hey. Krieg ich einfach mal mit rechts auf den Boden, geht nicht. Aber wir gehen mal hier unten nochmals durch. Vielleicht ist es plötzlich da. Ich glaube hier auf der Insel, oder? Hier vorne. Weiß jetzt nicht mehr genau, es sind nur Koordinaten. Die hätten doch das beschreiben können. Anstelle von Koordinaten. Ich mag Koordinaten nicht. Weiß ich schon genug. In Minecraft Koordinaten, ja, brauchen muss. Bin zwar gut in Koordinaten finden, aber ich mag's nicht. Ich hasse es. Jetzt ist es irgendwie. Ja, das ist der falsche. Das ist der Trock. Spawn doch mal den Hallo wieder. Spiel, ich befehle es dir. Ich habe wenig FPS. Weshalb habe ich wenig FPS? Das geht mal gar nicht. Okay, es geht wieder nach oben. Das Spiel ist überfordert von sich selber. Es überfordert sich selber. Stellt euch das mal vor. Dieses arme Spiel überfordert sich selber. Hi. Schlimm. Naja. Oh, 10 FPS? Bravo. Aber das liegt am Fraps wahrscheinlich. Das Probleme mit solchen Spielen hat. Dann will ich eigentlich wechseln auf Open Broadcaster Software, damit ich danach live streamen kann, aber da alles einzustellen und so, das ist mir auch ein bisschen zu doof. Gut, also, dann beende ich diesen Scheiß hier. Sorry. Peppy ist doch auch eine von Lich of Legends. Eine. Da ist es. Gut. Ja, habe nicht viel bekommen, hä? Also dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer Dragobasso. Tschüss.